Sehr geehrte Damen und Herren, in den zurückliegenden Monaten haben die auf Unternehmensumfragen basierenden Stimmungsindikatoren weltweit deutlich angezogen. Das gilt besonders für den globalen Einkaufsmanager-Index. Signalisiert das einen Wachstumsschub für die Weltwirtschaft? Wir sind vorsichtig. Fangen wir in China an. Dass die Stimmung unter den chinesischen Einkaufsmanagern seit dem Frühjahr so gestiegen ist, spricht wohl nicht für ein nachhaltig höheres Wachstum. Vielmehr haben die stark gestiegenen Häuserpreise der Bauwirtschaft nur kurzfristig Entlastung gegeben. Aber die Behörden haben die Auflagen für die Käufer von Eigentumswohnungen verschärft. Der Preisanstieg sollte auslaufen. Bald werden die tiefgreifenden Probleme der chinesischen Wirtschaft wieder sichtbar. Vor allem die hohe Verschuldung der aufgeblähten Staatsunternehmen, die den gesunden privaten Unternehmen Kräfte entziehen. Nun zu den USA. Dort hat sich der Einkaufsmanager-Index ebenfalls deutlich aufgehellt. Aber das liegt in erster Linie an einer überfälligen Neueinschätzung der US-Wirtschaft. Anfang vergangenen Jahres bezweifelten viele die Aussagekraft der schon damals niedrigen Arbeitslosenquote. Aber im Verlauf des Jahres begannen die Löhne stärker zu steigen. Das hat viele Pessimisten überzeugt. Die auf Umfragen basierenden Stimmungsindikatoren dürften mittlerweile sogar zu stark gestiegen sein. Schließlich versprechen sich viele Anleger zu viel von Trumps Wirtschaftspolitik. Im Euroraum sind die Stimmungsindikatoren ebenfalls deutlich gestiegen. Zum einen geht das auf die bessere Stimmung bei den Handelspartnern USA und China zurück, die aber kaum nachhaltig ist. Zum anderen spiegelt der gestiegene Einkaufsmanager-Index im Euroraum wider, dass die lockere Geldpolitik der EZB mehr und mehr in der Realwirtschaft ankommt. Die EZB übertüncht die ungelösten Probleme der Währungsunion besser als zuvor. Der Anstieg der Stimmungsindikatoren für den Euroraum signalisiert also zum Teil mehr Wachstum. Aber die EZB dürfte ihre Leitzinsen in diesem Jahr wegen der hochverschuldeten Länder im Süden der Währungsunion trotzdem nicht anheben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und lesen Sie für mehr Informationen bitte die Woche im Fokus.